Willkommen zu einer weiteren Folge Titan Quest. Wir sind immer noch im Tempel des Marduk. Jetzt in der Ebene 3 von vielleicht 5 Ebenen, ich weiß es nicht. Man munkelt noch. Würde aber eigentlich auch wieder reichen. Folgen wir erstmal hier der Spur, auch wenn ich fast glaube, dass das schon wieder der richtige Weg ist. Könnte sein, muss aber auch nicht sein. Noch mehr kannst du nicht tragen. Dein Gepäck ist voll. Beamen! Die sind beide Level 16. Kann man die eigentlich vom Level erhöhen? Nee, an sich gar nicht mehr. Ja? Ich hab da was für dich. Die Musik ist gerade geil. Sechzehn Stärke, was hat das andere Ding hier? 15 gebongt. Komm bald wieder. So, okay, also haben wir einmal einen Kreis hier gemacht. Da ist scheinbar noch ein einzelner Raum. Mal gucken, was hier noch ist. Und dann wird der andere Raum der Treppenraum sein. Nicht abholen. Und Ebene 4 hier. Ein Tor. Warum ist hier ein Tor? Oh Gott, haben wir jetzt hier schon den Endkampf? Oh ja. Die Chimäre. Ob das unser Erdkernbewohner aushalten wird? Ich weiß es nicht. Das wird eng. Wo ist denn der? Noch eine Falle? Tatsache.
Okay, das kam jetzt wirklich schon früher als gedacht. Mahagoni-Truhe. Mhm. Du hast keinen Platz, noch mehr kannst du nicht halten. Beamen. Ja? Alles hier für eher für Zauberer, so habe ich das Gefühl. Kriegen wir nur so einen Scheiß, weil wir ein Hexenmeister sind, oder was? Wäre das anders, wenn wir ein reiner Krieger wären? Das wäre irgendwie interessant. Komm bald wieder! Zu wissen, ob sich dann der Loot ändern würde. Vielleicht sollten wir wieder ein paar Tränke eigentlich verkaufen, aber irgendwie habe ich jetzt Angst, dass ich, wenn ich die verkaufe, wieder auf die Mütze kriege. Hauptaufgabe aktualisiert die Sichel des Kronos. Ach, die war. Stimmt, die war unter den Gärten. Da hab ich ja gar nicht mehr dran gedacht. Ich habe versagt. Mein ganzes Leben wurde ich ausgebildet, damit ich eines Tages ein Monster wie diesen Terkine töten könne. Aber als es soweit war, fehlte mir die Stärke, ihn zu besiegen. Ich fiel beim ersten Schlag. Und aufgrund meines Fehlers hat er nun die Sichel des Kronos. Kann es wahr sein, was du sagst? Du hast es geschafft, die Terkine auf Kreta und in Ägypten zu töten? Vielen Dank, Krieger. Wenigstens auf diese Weise wurden meine Familie und mein Dorf gerecht. Zumindest können sie jetzt in Frieden ruhen. Ich hatte dich und deine Fähigkeiten falsch eingeschätzt, als wir uns das erste Mal trafen. Jetzt, da der Terkine die Sichel hat, besitzt er die Macht eines Gottes. Er hat vermutlich unsägliche Pläne. Beeil dich! Er hat die Sichel benutzt, um einen Ausgang in die Mauer zu schlagen. Mach dir keine Sorgen um mich. Folge ihm. Los! So, 15.000 Erfahrung. Ja, mach dich weg hier. Ich will was sehen. Zack. Chinesischen Hölle. Also ist das doch hier China. Aber ich wusste gar nicht, dass Babylon was mit China zu tun hatte. So... Ostbezirke von Babylon. Anwender der Magie haben bestimmte Bedürfnisse, die ich befriedigen kann. Puh, du Schwein. Ja, yeah, wir haben den dritten Rucksack und ich habe es wieder nicht mitgeschnitten. Nun dann. Ach ja, ich wollte mal gucken, was du hast. Bitte. Wenigstens mal ein netter Zauberer. Irgendwelche tollen Ringe etc. 17 Stärke, Noob. 23 Stärke. Ich glaube, da haben wir unseren Gewinner. Wiedersehen. Tschüss. Vor langer Zeit gebar die Göttin Ninsun dem König Lugalbanda einen Sohn. Er wurde Gilgamesch genannt. Zwei Teile Gott und ein Teil Sterblicher. Er wurde alt und zum König ernannt, der mächtigste Mensch, der jemals lebte.
Jedoch erschuf Anu, der Himmelsgott, einen Mann namens Enkidu. Wild und ungezähmt war dieser und er schickte ihn nach Babylon. Dort kämpften Enkidu und Gilgamesch. Niemand war stärker als Enkidu, aber selbst er konnte Gilgamesch nicht besiegen. Daher verbeugte er sich vor dem König und wurde sein bester Freund. Nun, die Großen müssen große Taten vollbringen. Daher dauerte es nicht lange, bis Gilgamesch den schrecklichen Wächter des Zedernwaldes besiegen wollte. Dieser hieß Humbaba. Daher zogen er und Enkidu aus und beteten zuerst zum Sonnengott Shamash. Und es war gut, dass sie das taten, denn ohne seine Hilfe wäre es übel ausgegangen. Aber die beiden Krieger reisten mit Hilfe des Sonnengottes weit zum Zedernwald und erschlugen das Dämonenmonster. Es war Gilgamesch, der rechtmäßige König, der dem Monster den Kopf abschlug. Aus dem Zedernwald bauten sie ein riesiges Floß und fuhren damit siegreich nach Hause. Ich habe dieses Ding gesehen, von dem du sprichst. Eine Horde Monster und ihr Anführer trugen eine schreckliche Waffe. Sie kamen hier entlang, zerschlugen und verbrannten alles in ihrem Weg. Jeder, der nicht davon lief, wurde in Stücke geschlagen. Na, noch ein Brunni und da geht's rüber. Ein weiser Mann sollte sich auf den vor ihm liegenden Weg vorbereiten. Du hast Glück, denn ich habe Waren, die ich an die Weisen verkaufe. Mal gucken, ob wir hier was gebrauchen können. Sieht momentan nicht danach aus. Nö, du hast leider auch nichts. Alles Gute. Gut. Dann marschieren wir mal raus. Meine Vorräte! Mein Bauernhof! Jemand muss die Monster verjagen, bevor ich alles verliere! Bis. Ach, jetzt muss ich da wieder reinrennen, um das zu holen. So, was haben wir hier? Ein guter Gesundheitstrank. Ta-ta-ta. Knaller? Tragen wir nicht gerade den Knaller? Jetzt haben wir das nochmal bekommen. Haha, ist ja auch geil. 18% Geschicklichkeit. Nee, 18 Geschicklichkeit. Nee. Da behalten wir lieber das andere. Oh, der hat wieder seine scheiß starke Attacke gemacht. Gut, dann machen wir hier erstmal wieder ein Folgenpäuschen. Spitze bedanke mich. Bis dann.